Ich bin Fabi. Ich bin Finn. Ich bin Leon. Ich bin Cem. Ich bin Lukas und zusammen sind wir Messix. Und wir haben uns für unseren eigenen Street Workout Park in Weil am Rhein engagiert. Los ging es mit einer Präsentation in der Stadt, wo wir unsere Ziele, unsere Wünsche äußern durften. Dann ging es um eine Planung, weil dann der Herr Sepp dazu kam vom Bauamt. Ja, das Projekt war ganz interessant, denn es war Neuland für das Bauamt. Dann haben wir einen Ort gesucht, einen Anbieter gesucht, der so einen Platz herstellen kann. Die Stadt ist sehr entgegengekommen, wir hatten sehr viel Entscheidungsfreiheit. Ich freue mich immer über engagierte Jugendliche. Die hatten eine Idee, die haben einen Plan gehabt und haben gute Vorstellungen entwickelt, wie man so etwas realisieren kann. Und sie waren überzeugend. Es wurde Baufreigabe erteilt, das war schon gedanklich ein großes Fest. Und dann 2015 im Mai durften wir dann sozusagen die Parkeröffnung wirklich miterleben. Unser größter Traum wurde sozusagen erfüllt. Die Reaktion seitens der Stadt war total positiv. Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen war interessant, sie war spannend. Ich fand das Klima sehr angenehm zwischen den Erwachsenen. Man konnte sich ordentlich unterhalten. Man hat sich auch sozusagen so ein bisschen angefreundet, man kennt sich jetzt besser. Wir wurden von Anfang an respektiert, wie auch Erwachsene. Das Ergebnis ist spitze. Man sieht, dass es nach wie vor stark genutzt wird. Die Jugendlichen haben wirklich viel Freude dran. Und ich gehe davon aus, dass es auch ein Beispiel ist, ein positives Beispiel für andere Jugendliche, die noch nicht dabei sind. Die Anlage ist für mich, das ist wie mein zweites Zuhause auf jeden Fall. Die Anlage verändert die Jungs. Sie haben ein Ziel vor Augen, sie fangen an zu trainieren. Ich hatte mehr Disziplin durch das Training und das konnte ich auf jeden Fall nicht nur beim Training anwenden, sondern auch in allen Bereichen des Lebens. Dass ich wirklich etwas verändern kann. Ich habe nur positive Resonanz. Oft ist es ja kritisch betrachtet von Erwachsenen, was sich da abspielen könnte. Für mich als Kinder- und Jugendbeauftragte ein totaler Glücksfall gewesen, dass die Jungs gekommen sind. Ich glaube, weil sie innovativ waren, weil sie engagiert waren, und weil sie etwas völlig Neues in unserer Region auf die Beine gestellt haben. Ich drücke Ihnen jedenfalls ganz fest die Daumen. Beteiligung hält fit. Macht's nach.